herzlich willkommen zu Türchen Nummer 12 unseres HTS Adventskalenders. Heute geht es, nachdem wir jetzt die Leinenführigkeit und die Freifolge besprochen haben, um den Freilauf. Das ist ja das, wo immer alle hinwollen. Wenn du jetzt eine Weile lang die Freifolge mit deinem Hund dir schon erarbeitet hast, kann es sein, dass er jetzt, wo du beschließt, er darf den Raum vor dir wieder betreten, dass er sich am Anfang ein bisschen schwer tut. Bitte tu dir und dem Hund einen Gefallen und schick ihn nicht in diesen Raum rein. Also weder mit einem Auflösehörzeichen noch mit einer Geste, sondern warte einfach ab. Es wird der Tag kommen, wo der Hund, und zwar auf eine ganz bestimmte Art und Weise, deinen Raum wieder betritt. Und daran siehst du auch, dass die HTS-Arbeit gefruchtet ist. Der Hund wird sich langsam an dir vorbei bewegen und er wird immer wieder Rücksprache halten, Blickkontakt und immer wieder die Frage dir stellen, ist das okay, was ich da mache? Was ich gerne möchte ist, dass wenn er aus der Freifolge in den Freilauf geht, lässt du ihn einfach, guckst geradeaus, gibst ihm einfach mit dem Blick und deinem Bewegungstempo vor, in welche Richtung ihr geht und du lässt ihn einfach mal gewähren, auch wenn er immer wieder Rücksprache hält. Wenn ihr dann, und dann müsst ihr die Hunde genau beobachten. Ich würde euch empfehlen, am Anfang den Hund nicht weiter als 3 bis 6 Meter nach vorne rauszulassen, weil dieser Freilauf, dieses Betrete diesen Raum eben auch bedeutet, dass wenn irgendetwas den Raum des Hundes betritt, dass der Hund vor der Entscheidung steht, was er tun soll. Und je dichter der Raum am Anfang bei euch dran ist, umso sicherer werdet ihr euch fühlen. Im nächsten Schritt kann es sein, dass du dann den Raum immer weiter nach vorne erweiterst. Überprüfe immer mal wieder mit 2 Elementen, ob der Hund noch für dich ansprechbar ist. Einmal, indem du ihn einfach mit dem Namen ansprichst, wo es uns ausreicht, wenn er sich einfach umdreht und dich anschaut. Dann kannst du mit einer Geste, dass du rückwärts gehst, den Hund annehmen. Du kannst auch die Ansprache ganz weglassen und einfach, solange der Hund jedenfalls noch im 3 bis 6 Meter Raum ist, kann es auch einfach reicht es bei vielen Hunden, wenn du stehen bleibst, dann bleiben die stehen, gucken dich an, dann lädst du sie ein oder du machst es mit dem Namen oder wenn du den Eindruck hast, dass der Hund dort im Raum mit irgendetwas sehr abgelenkt ist, schickst du mal erst ein Gelb auf Distanz. Also erstmal ein lass das, was du gerade tust, um ihm dann in einem Anschluss körpersprachlich zu zeigen, was er tun soll, nämlich sich auf dich zuzubewegen. Wichtig ist, dass wenn der Hund dann, je weiter ihr den entlasst in den Raum vor euch, also ich würde niemals jetzt einen Raum nehmen von 40 oder 50 Metern, weil das ist außerhalb des sogenannten Rudelradius, hat der Hund das Gefühl, er gehört gar nicht mehr zur Gruppe dazu, aber so ein Radius von 10, 15 Metern, je nach Rasse, ist schon etwas, was man zulassen kann. Wichtig ist dann im weiteren Verlauf, also anfangs habe ich euch ja gesagt, wenn der Hund euch immer wieder anschaut, einfach geradeaus gucken, dass er weiß, er darf rausgehen. Wenn er dann aber in diesem Raum sicher ist, achtet auf die sogenannte respondierende Kommunikation, dass ihr dem Hund seine Blicke auch beantwortet. Und zwar einfach entweder mit einem freundlichen Wort oder mit einer Geste oder mit einer Handbewegung, dass der Hund einfach weiß, wenn er mit dir Kontakt aufnimmt, beantwortest du ihm diese Kommunikation auch. Ich bin gespannt, wie viele von euch jetzt im Verlauf des Adventskalenders schon in den Freilauf gekommen sind. Berichtet mir, wie es läuft oder von euren Schwierigkeiten. Ich werde sie gerne beantworten.